Hallo und willkommen zum neuen Pickup-Video. Diesmal geht es um normalen Stuff, was sich in der Sammlung sozusagen ja, neu hinzufügt. Games und ich habe diesmal sogar Star Wars extra gepackt, weil es so viel war. Ich weiß nicht mal, wann ihr es seht, aber auf jeden Fall, ich habe wieder tollen Stuff, den ich euch zeigen möchte. Und ja, erstmal für euch das Intro. Es hat sich einiges jetzt über die letzten Wochen und Monate angesammelt. Ich habe das jetzt nicht mehr auf jeden Monat bezogen, weil irgendwie kam ich nicht dazu. Und somit sammelt sich das jetzt über einen längeren Zeitraum, muss ich dazu sagen. Es wirkt deswegen auch sehr viel, aber es ist wirklich auf einen längeren Zeitraum. Ich glaube, 4 Monate ist das jetzt, was ich zeige, was ich zusammengesammelt habe. Vielleicht auch 3. Egal, ich habe schöne Sachen für euch, die ich euch zeigen möchte. Richtig coole Sachen dabei. Von allem etwas, wie gesagt, Computerspiele ist ein extra Video. Und dennoch ist Computerspielrelevantes dabei, das ist, was ich euch zeige. Ja, und ich habe, wie ich anfangs erwähnte, Star Wars habe ich eine ganze Menge neu und das ist auch separat. Den Anfang mache ich mal mit einem Roman, den ich mir gekauft habe, einen älteren und doch neueren. Er ist jetzt erstmals in Deutsch erhältlich. Ich habe dann da nur bisher in meiner Sammlung den englischen Roman gehabt. Und zwar handelt es sich um James Bond Operation Seafire. Im Original hieß er nur Seafire. Ich habe ihn mir, wann ist er jetzt rausgekommen? Damals, als er erschienen ist, in den 90ern, glaube ich. Ich gucke gerade mal, wann ist der Original rausgekommen? Steht hier ein Datum bei. 94, genau. 94 habe ich mir damals gekauft, den Roman. In Englisch gelesen. Jetzt ist er endlich in Deutsch draußen. Also wir können sagen, nach 25 Jahren sozusagen, fast 30 Jahren ist er endlich draußen. Wie gesagt, über Amazon ganz normal, hat 18 Euro gekostet. Ist eigentlich nicht gerade wenig, aber naja, toller Roman. Und ich glaube, jetzt gibt es noch einen einzigen von dem Autor. Dann habe ich die ganze Sammlung komplett in Deutsch und das freut mich auch sehr. Wie gesagt, denn das ist der Anfang. Ja, dann fange ich gleich an mit etwas, ja, auch ein Sammelgebiet, ihr kennt es ja auch, 3 Fragezeichen, es gibt Neues für 3 Fragezeichen. Ich habe da ein bisschen zugeschlagen, ich war bei Thalia und da habe ich mir dann noch mal einen neuen Becher gekauft. Ich habe ja schon mal den Phantomseebecher mir geholt und eine meiner weiteren Lieblingsfolgen ist das Riff der Haie und das gibt es jetzt hier in diesem schönen Boxen hier auch immer noch, das Riff der Haie. Hat auch diesen wunderbaren Haibecher. Ich finde ihn richtig cool. Eine Kultfolge und ja, die wollte ich. Na, kommt wieder rein. Auch noch mal in Becherform haben. Na, das macht sich auch richtig gut, auch in diesen schönen Kästchen. Und gucken wir mal so. Und dann habe ich mir den Roman gekauft, weil ich ihn cool fand, eigentlich im Supermarkt, also Famila-Markt, da lag das Drehbuch der Täuschung. Ich konnte da nicht widerstehen. Irgendwie hat mich das neugierig gemacht. Ich stehe auf Filme und manchmal lese ich ganz gerne auch 3 Fragezeichen. Warum nicht mal einen neuen kaufen? Nicht nur Flohmärkten suchen diese Bücher. Ja, und das hat mich ganz normal, was war das, 12 Euro gekostet. Und ja, habe ich noch nicht gelesen, ich kann euch nichts dazu sagen. Ich könnte euch nur den Klappentext irgendwie vorlesen, weil irgendwie hat das mit Sumatra zu tun und irgendwie ja mit Täuschung, denke ich mal. Ja, freue ich mich auch drauf noch, werde ich auch noch lesen. Auf jeden Fall habe ich neu die beiden, die habe ich euch wahrscheinlich noch nicht gezeigt, die beiden letzten 3 Fragezeichen-Hörspiele, 3 Fragezeichen und die Gesetzlosen. Da gibt es auch Reviews bei mir auf shorteview.de, müsst ihr mal draufklicken. Da habe ich so ein bisschen genauer die Titel beleuchtet und die 3 Fragezeichen und der Knochenmann. Auch eine recht coole Geschichte, die finde ich wieder richtig gut. Die ist auch sehr gut, ein bisschen abwechslungsreicher, aber ein bisschen eine andere Seite von 3 Fragezeichen. Richtig cool. Ja, damit haben wir schon einen großen Teil von meinen Lieblingssammelgebieten fast abgehakt. Nein, Spaß beiseite, es geht noch weiter. Jetzt kommen Mangas. Ich habe auch einige neue Mangas in meiner Sammlung. Und zwar sind ein paar erschienen. Wie gesagt, die erscheint auch nicht so oft. Jetzt hier der neue Detektiv Conan Nummer 102 hat mich erreicht. Der erscheint alle halbe Jahr ein Band. Also in dem Sinne hat man dann eben halt ein paar mehr. Dann habe ich hier Seven Deadly Sins
die Ablegerserie Four Nights of the Apocalypse Nummer 5. Ich habe hier irgendwo auch noch 6 zwischen. Hier ist noch die Nummer 6. Dann der neueste Eden Zero Nummer 20. Hat sogar ein Pappaufsteller so einen kleinen dabei. Ich habe es noch nicht ausgepackt, ist noch verschweißt. Muss ich auch noch lesen, merkt ihr dann. Das ist, glaube ich, eins der neuesten, was ich bekommen habe. Ist das richtig mitbekommen? Ja, genau. Und, One Piece 105, Ruffys Traum. Ganz neu, frisch eingetroffen. Auch hier eine geile Serie, richtig schön, actionreich, Mission Erwachsen. Triage X Nummer 25. Und eine der Comic-Ableger-Serie, auch geschrieben von Eiichiro Oda, aber von einem anderen Künstler eben halt in Szene gesetzt. One Piece Episode Ace, sage ich mal, Nummer 1. Ich wollte ihm mal eine Chance geben. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie die sind. Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar andere Bände, die habe ich aber noch nicht gelesen. So, jetzt packe ich mal hier vorne, sonst stört mich hier vorne in Bewegung. Und dann habe ich mich irgendwie in eine Serie verbissen. Ich weiß nicht, ich wollte sie mal ausprobieren, habe dann, ich wollte mal reinschnuppern, habe in den Anime erst reingeschnuppert und der hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir die Manga-Bände gekauft. Es gibt insgesamt 10 Stück im Kase-Verlag. Ich habe mir die ersten 5 bestellt, erstmal, und das ist die Serie Spy X Family. Oder Spy Family, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Band 1. Band 2. Dann haben wir hier Band 3. Band 4. Und Band 5. Die Serie ist wirklich klasse. Handelt eigentlich davon, dass es in, ja, ein bisschen, ich würde sagen, so leichtes 60er-Jahre-Setting. Agentenzeit, spielt in zwei Ländern, die mit die Westen und Osten sozusagen heißen. In dem Sinne, ja, ein bisschen anders bezeichnet, aber Osten und Westen. Es ist so wie Ostdeutschland und Westdeutschland, so der Westen, den wir kannten, und der russische Osten, so diese zwei Seiten. Es sind so ein paar Anspielungen an Deutschland, weil in Berlin spielt die Handlung der Agent Twilight, der für den Westen spioniert, soll ja infiltrieren eine oder soll, muss eine Schule infiltrieren, um an eine Zielperson heranzukommen. So, und dafür muss er eine Familie gründen. Also er braucht eine Frau und er braucht ein Kind. Also adoptiert er ein Kind, die süße Anja. Also er nennt sich Lloyd, der Forger, der Agent Twilight, und macht dann im Waisenhaus das Mädchen Anja, ein 6-jähriges Mädchen, adoptieren, die sich auch sehr geschickt und naja, auch ein bisschen trottelig anstellt, aber trotzdem ist sie, es scheint sie genau zu passen, und das, was er nicht weiß, ist, sie kann Gedanken lesen, und dadurch entstehen lustige Szenen, und sie ist natürlich Feuer und Flamme. Es gibt auch natürlich einen Hintergrund, warum das Ganze, es ist natürlich noch nicht aufgelistet komplett, warum sie diese Fähigkeit hat. Naja, es wird angedeutet, und sie liebt Spionage, und naja, das kommt natürlich Lloyd genau richtig. Ja, und sie hat auch Spaß daran, vor allem, weil sie ja im Waisenhaus ist und ein bisschen einsam. Es ist ein bisschen tragisch, dass auch diese Elemente, es wird leicht angedeutet, aber nicht vertieft. Naja, und dann muss er sich eine Frau suchen, die eigentlich wie eine normale Beamtin wirkt, die Yor. Die ist, da haben wir sie, ja. Aber was er nicht weiß, sie ist hauptberuflich Killerin. Für den Osten natürlich. Ja, und damit beide keine Probleme haben, sie treffen sich dann und heiraten. Eigentlich mehr so eine Zweckehe. Er will eigentlich, tut so, als ob Anja seine Tochter ist, um sie auf diese eine Elite-Schule eben halt zu bringen, wo, um einen eben halt über das Kind der Zielperson, an dieser Zielperson eben halt ranzukommen. Und weil ja auch die Spionage so ein bisschen, ja, ein bisschen, man mag diese leichten, ja, Zweite Weltkriegs-Sachen, aber auch der Osten sozusagen, wer spioniert, wird verdächtigt, und damit sie nicht als ledige Frau so verdächtigt wird, lässt sich auch auf die Ehe ein, und das ist sozusagen, und ja, momentan bin ich an der Stelle, wo sie sich natürlich noch zusammenraufen und so weiter. Ich bin mal gespannt, wo es hinführt. Ich finde die Serie richtig gut. Auch der Anime ist sehr gut umgesetzt. Er erweitert den Manga so ein bisschen. Ich vergleiche ja ganz gerne, deswegen lese ich gerne beides, wenn mir was gefällt.
um zu sehen, wie es so ist. Und der Anime erweitert, wie gesagt, den Manga so ein bisschen. Und das finde ich großartig. So, weiter geht's. Und wenn ich schon dabei bin, bei Animes, kommen wir jetzt zu Filmen. Filmen, da haben wir, das war jetzt bei Müller, hat mein Bruder ein paar Filme gekauft, die auch im Angebot waren. Also ich glaube zwei für 15 oder so. Ne? Also in dem Sinne recht günstig, aber er hat auch, genau, hat zweimal das genommen. Einmal einen neueren Film. Den neueren Film ist Spider-Man Across the Spider-Verse. Das ist jetzt Part 1, ist ja so, die große Saga ist gesplittet. Dann hat er mitgenommen, ich kenne ihn nicht, ist ein asiatischer Science-Fiction-Film, Alienoid. Dann haben wir, soll cool sein, mit David Harbour, Violet Night. Werden wir uns auch nochmal angucken. Ein Fantasy-Film, ein asiatischer, Blade of the 47 Ronin. Und ein Film, den für mich sozusagen, ich liebe Agatha Christie, hier die Verfilmung von Tod auf Nil mit Kenneth Branagh und Gal Gadot. Richtig cool. Visuell jedenfalls, auch wenn ich den Klassiker bevorzuge mit Peter Ustinov, aber auch eine sehr schöne Umsetzung. Die Visualität gefällt mir sehr gut dabei. Ja, das waren auch schon die Filme. Und dann gehe ich weiter zu Toys. Toys haben uns auch was erreicht. Im Endeffekt zwei Sachen. Oder eine Sache, die ich jetzt hier euch zeige, von Hasbro Pulse bestellt. Einerseits habe ich mir hier geholt die Indie-Figur von Indie 3, also von Der letzte Kreuzzug. Richtig cool. Ich finde das eine richtig schöne kleine Actionfigur, die man sich hinstellen kann, so mit Diorama. Ja, man kann auch so ein Artefakt zusammenbauen, eben halt den Tisch vom, den Graalstisch vom Finale. Da ist es immer ein Teil dabei, wenn man die sechs Figuren zusammensammelt, die jetzt hier drauf sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche nicht alle Figuren. Ich habe noch den Vater bestellt, Henry Jones Junior, Senior, aber der ist noch nicht lieferbar gewesen. Deswegen habe ich bisher nur den Indie. Auch eine richtig coole Figur. Ja, das war es auch schon an Actionfiguren. So richtig Spielzeug ist es ja nicht mehr, was ich mir sammle. Aber im Endeffekt ist es schon alles ähnlich. So, dann gab es noch ein Spiel auch von Hasbro Pulse, das ist etwas größer, und zwar ein Brettspiel, HeroQuest, der Mond der Schreckensabenteuerpack. Es ist halt eine Neuauflage des ganzen klassischen Spiels und man hat jetzt auch langsam alle Add-ons erreicht. Es ist inzwischen auch ein bisschen neues Stuff dazu gekommen. Ja, das ja, gab es normalen Preis da. Ich weiß jetzt nicht, was da war, ist aber die deutsche Version halt, ne? Ja. Und dann geht es weiter mit Resident Evil. Ja, das ist jetzt game-relevant, aber es ist kein Spiel. Deswegen kommen jetzt ein paar Sachen, die ich bekommen habe oder gekauft habe. Und zwar, das war einmal bei Kleinanzeigen. Da habe ich es beobachtet, aber es war mir dann zu teuer. Es war erst 25 Euro und so weiter. Der Film ist der Resident Evil Film hier, Welcome to Raccoon City, in diesem Steelbook. Ich wollte das Steelbook auch unbedingt in meiner Sammlung haben. Ich habe es in der Schutzhülle, aber es ist noch nicht geschlossen. Auch richtig cool. Tolle Artworks, ich zeige euch das auch. Deswegen habe ich es nicht geschlossen. Und zwar, ich zeige euch das offen. Hier drin ist sonst nichts weiter als die Disc und das Raccoon City Police Department. Und ihr seht hier zwei richtig coole Artworks. Über den Film möchte ich gar nicht euch mit euch streiten. Das ist nicht der beste Resident Evil Film, finde ich. Irgendwie schaffen die Realfilme es nicht, sie richtig umzusetzen. Dieses Feeling von früher ist unterhaltsam, aber gerade ebenso. Empfinde ich es. Auf jeden Fall, das Steelbook finde ich wunderschön. Ich liebe dieses Cover, das finde ich genial. Das hätte auch aus dem Game stammen können oder fürs Game. Habe ich 12 Euro jetzt gekostet, war sealed noch, also ich habe ihn selbst ausgepackt, weil ich wollte jetzt die Box richtig gut angucken, eben mit Versand, und das war ein fairer Kurs, weil es geht so um die 30 Euro weg, ist schon out of print, weil es limitiert war, und somit habe ich jetzt dieses wunderschöne Resident Evil Steelbook in meiner Filmsammlung und Resident Evil Sammlung. Ja, dann gab es etwas, wo mich ein Kollege, der liebe Yoshi, auf gemerksam gemacht hat. Ich grüße dich an dieser Stelle. Und zwar gibt es einen Merchandise-Store, irgendwas mit Nerd, Dings da,
Da gab es Resident Evil Stuff. Und dann habe ich da ein bisschen zugeschlagen und für gut 10 oder 12 Euro das Stück habe ich mir zwei Pins gekauft. Die sind auch limitiert. Einmal zu Resident Evil 2. Diesen Pin, ich packe es auch nicht aus. Ihr seht, richtig cool. Fällt mir richtig gut. Und zu Resident Evil Village, das Dimitrescu-Logo. Auch richtig cool. Und warum ich es hauptsächlich gekauft habe, ist dieses RPD Welcome Pack in dieser richtig coolen Box. Das ist auch limitiert. Ich zeige euch jetzt noch nicht, was dabei ist. Ihr seht hier eine Limitierung von 2019 Stück. Warum man immer jetzt so krumm ist, weiß ich nicht. Aber es ist auch richtig toll aufgemacht. Hat mich knapp 50 Euro gekostet. War mir das auch wert. Ja, es ist eng. So, das, was jetzt nicht so spektakulär ist, eine kleine Minimap von Raccoon City ist dabei. Aber sieht richtig cool aus. Kann man sich so einen kleinen Bilderrahmen hängen, wenn man das als Deko mit benutzen will. Was auf jeden Fall cool ist, also hier seht ihr das schon richtig schön eingebaut. Und hier seht ihr genau, was es ist. Es ist einmal ein Officer, eine Plakette, eine Ansteckmarke, ja, kann man so sagen, vom Police. Als Raccoon Police Officer 1969 wohl gegründet dort. Es ist wertig, es ist schweres Metall, woraus das gemacht wird. Wie gesagt, richtig cool, gefällt mir richtig gut. Und auch diese Box ist richtig gut gemacht. Dann im Spiel ist es eher eine Plastikkarte. Also hier sind auch kleine Plastikständer, die man aufstellen kann für diese Karten. Das ist aus dem Spiel Resident Evil 2, dem Remake, die Parkkarte sozusagen. Wenn ich aus dem Parkhaus unten raus will, des Police Departments, was man ja musste man ja die Parkkarte organisieren. Die haben wir hier auch richtig cool gemacht. Eigentlich ist sie wohl aus Plastik. Die ist jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es hört, also richtig Metall. Richtig wertig gemalt, bedruckt, gepresst, also die Nummern sind rausgestanzt. Eigentlich hätte das eine Plastikkarte sein müssen, das ist dann realistischer. Aber trotzdem sieht das richtig gut aus. Und was man ja brauchte, um die Waffen zu organisieren sozusagen aus dem in der Waffenkammer, brauchte man die Weapons Locker Keycard. Da hat man ja eine Spezialwaffe dann freigeschaltet oder rausbekommen aus dem Schrank. Auch richtig Metall. Richtig gut gemacht. Also richtig wertig. Und das fand ich cool. Und das wollte ich gerne in meiner Sammlung haben. Und ich werde das nachher im Überblick hier auch kurz zeigen, aber genaueres werde ich auf meinem Instagram-Kanal, werde ich dann ein schönes Foto von, oder wird ein schönes Foto zu finden sein dazu. So, das war noch nicht alles, was jetzt von Resident Evil dazu kam. Ich habe noch eine Sache jetzt, oder ich habe noch ein paar Sachen hier, die aus einem Deal mit dem lieben Peter Petendo stammen. Über das Finanzielle rede ich jetzt hier nicht. Das war ein sehr fairer Tauschdeal. Er hat ein paar Sachen abgegeben und ich habe ein paar Sachen übernommen zu einem echt fairen Preis und hat dann auch noch ein paar Goodies beigelegt, die ich euch auch gleich zeige. Aber zum Thema Resident Evil hatte er zwei Sachen, die er abgegeben hat, die ich gerne in meiner Sammlung hätte oder haben wollte, aber auch ein bisschen teurer gehandelt werden. Und er hat sie echt fair abgegeben. Und zwar geht es um die Resident Evil 2 Limited Coins. Hier die in Silber, Polizeimarke, wenn man so will. Fand ich richtig cool. Ist, glaube ich, auch von dem gleichen Hersteller, der diese Pins hergestellt hat. Und hier gibt es auch die Marke. Es sind jeweils 7000 Stück weltweit limitiert. Hier in Gold, da ist das Duo Claire und Leon drauf. Richtig cool. Rückseite ist wahrscheinlich das Logo, vermute ich mal. Es ist auch alles hier noch verschweißt im Originalzustand. Gefällt mir richtig gut. Ja, das war jetzt das zu Resident Evil, aber ich habe ja noch ein paar Sachen hier, die wir getauscht haben. Ich zeige euch jetzt erstmal die Goodies, bevor ich zum großen Teil komme. Als Goodie hat er für mich als Transformers-Fan dabei gelegt, Transformers-Kassette Nummer 1 mit zwei Episoden, sozusagen. Es sind nur Audio, eigentlich Audioaufnahmen der Zeichentrick-Episoden, aber richtig kultig. Die Weltraumbrücke und die geheime Antimaterie-Formel. Zwei richtig coole Folgen. Ja, macht sich gut in meiner Transformers-Sammlung. Ich habe noch nicht alle Nummern von der, ich glaube, 7 Kassetten gibt es insgesamt.
mir fehlen noch 4 Stück oder so. Ich habe die früher als Kind gehabt, dann habe ich sie verkauft. Inzwischen habe ich ein paar wieder. Und ja, die macht sich auch wunderbar in meiner Transformers-Sammlung oder meiner Deko. Was dann auch dabei lag, und das fand ich auch richtig cool, und es wird auch ein Let's View davon geben, weil es ist vollständig, und zwar handelt es sich um das Basil, der Mäusedetektiv, Einklebealbum zum Disney-Film. Es ist ein sehr schönen Zustand und auch sehr ordentlich sind die Aufkleber geklebt. Es ist absolut vollständig, freut mich sehr. Ist ein Film meiner Kindheit und auch mehr aus, mein Bruder war großer Fan davon, und ja, jetzt habe ich das Album komplett und es wird auch so richtig schönes Durchblättervideo geben, wo wir uns das anschauen. Ja, richtig cool. Ja, und dann gab es noch eine Sache, die wollte ich auch ganz gern haben. Ich glaube, ich muss es nur noch vernünftig einpacken, aber ansonsten ist es top. Und es handelt sich um ein Brettspiel eines Computerspiels. Ich habe es schon mal gefunden auf dem Flohmarkt, aber es war komplett unvollständig. Und hier ist es jetzt vollständig. Und zwar handelt es sich um Donkey Kong. Und hier ist jetzt wirklich alles dabei. Man spielt sozusagen Donkey Kong nach. Das finde ich richtig gelungen. Einmal haben wir hier das Brettspiel sozusagen. Oder das Brett. Mit der Landschaft eben halt. Wo man auch die Figuren und so weiter, die Fässer und so weiter eben halt präsentiert. Und dann gibt es hier einen Donkey Kong, der ist jetzt auseinandergebaut. Hier sind auch 2 Mankos, aber das sagt er mir vornherein, weil man muss die zusammenstecken, die Figur. Dadurch, dass die aber auch mit einem Gummiband angetrieben wird, innen drin, um eine gewisse Spannung aufrecht zu erhalten, damit der Arm sich bewegt, so ein Arm bewegt sich da. Also es ist so, dass hier so ein Arm ist, der vorgebaut wird. Ich halte das jetzt nochmal zusammen und man muss drauf drücken. Und wie macht man, wenn man drauf drückt, hinterlässt er sozusagen ein Fass. Na, dann, ihr kennt das ja hier auch erst richtig gut. Und da sind die Nüpse zusammenstecken bei 2 leider drin hängen geblieben. Weil irgendwann muss man Gewalt anwenden, um es aufzukriegen. Aber für mich wird das eben halt so bleiben. Man kann das Spiel auch ohne diese Funktion nutzen, finde ich. Das ist halt ein netter Kindergag. Und die Fässer, die sind alle, es ist sonst vollständig, auch richtig schön, diese Fässer. Sowas kann man auch locker natürlich mit dem 3D-Drucker nachmachen, um sie nachzukriegen. Es ist schwer, sie vollständig zu kriegen. Ich habe ja gemerkt, bei meinem anderen ist nur das Brett dabei und die Karten, die waren aber vollständig. Das wird jetzt für mich aber mich verlassen, das werde ich als Ersatzteillager vielleicht abgeben. Ich weiß es noch nicht, wie man es mich verlassen. Hier habe ich jetzt auch die coolen Figuren. Da wollen wir mal gucken. Es gibt 4 Farben, blau, gelb und grün und rot. Aber ich sag mal, grün und rot sind Mario und Luigi. Ja, nicht so gerade die hübschesten Figuren. Was soll's. Und dann gibt es 2 Würfel. Einen normalen Würfel bis 1 bis 6 und ein Würfel. Und das macht es auch wieder besonders, weil das findet man natürlich nicht alle Tage. Ein Würfel, wo auch Donkey Kong drauf zu sehen ist. Ja. Und das macht es natürlich ganz besonders, wenn man das ja, vervollständigen möchte. Diese Teile sind teilweise sehr schwer zu finden. Ja, und er hat es eben mal gehabt in der Sammlung oder gefunden am Flohmarkt und hat es jetzt abgegeben. Und ich freue mich. Danke dir, lieber Peter. Das wird meine Sammlung richtig bereichern. Ja, und das war's auch schon. Das war die Pickups, die normalen Pickups. Es war auch was von Games dabei, aber jetzt natürlich eine andere Art Game. Ja. Und jetzt muss ich nur dazu sagen, das war's. Ihr seid dran. Kommentare unten rein in die Informationen. Was fandet ihr cool? Was habt ihr auch? Was begeistert euch daran? Und ja, sprecht mit mir darüber. Ne? Was ist euer Highlight? Mein Highlight, muss ich sagen, sind wirklich auch neben dem Donkey Kong Brettspiel die Resident Evil Sachen und die Tasse. Die Tasse ist so mein Favorite. Ich konnte mich damals nicht entscheiden, ob ich die zu Phantomsee oder von Rift der Haie nehme, und jetzt inzwischen habe ich jetzt beide, und ja, ist natürlich ein absolutes Highlight. Ja, das war's. Ne? Kommentare, liken, teilen, abonnieren, das ist alles, was ich jetzt zu sagen habe. Und während ich noch einen Schluck trinke, ja, lasse ich das ganze Video auslaufen. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis zum nächsten Mal.